Da sind wir wieder zurück und nächste Runde. Weiter geht's. Es ist verdammt schwierig. Wer bist du? Was hast du für Werte? Keine Ahnung. Ich nehme dich und bist du irgendwie, keine Ahnung. Der Duke ist einfach geil, ich will den haben. Sie hat mich jetzt irgendwie nicht so beeindruckt, weil sie einfach irgendwie komisch war. Gucken wir mal nach. Wir werden es schaffen. Ich hab's im Gefühl. Wir sollten, glaube ich, nächstes Mal den Dungeon etwas weiter erkunden, bevor wir versuchen, das Ding rüberzubringen. Das könnte Vorteile haben. Also. Wir sollten langsamer daran gehen. Das ist, glaube ich, eine gute Option. Also, Duke. Forsch den Ort. Also, mache jetzt mal den Raum hier mit Energie voll, so wie es sich gehört. Wissenschaft, das wäre gerade praktisch. Und wir bauen ein paar Waffen. Wir können uns keine Waffen mehr leisten, das ist schön. Nicht. Ist hier irgendwas Tolles drin? Nee, eigentlich nicht. Und ich kann ja auch sonst in dem Raum nichts tun. Schön. Wir können die auch komplett zurückziehen lassen, ne? Was ist das? Ach so, das war so ein Teil. Oh Mann. Diese komischen Kristallteile haben mich letztes Mal umgebracht. Los, geh down! Yay! Also, gucken wir mal. Auf dem Teil werden wir nichts bauen, weil wir uns nicht leisten können, weil wir arme Schweine sind. Schön. Noch ist das Spiel etwas komisch für mich, weil ich noch nicht so richtig durchblicken bin. Was genau die besten Strategien sind, aber das wird wahrscheinlich noch kommen. Eine Welle im Anmarsch, okay. Kann ich denn jetzt hier was bauen? Wie bauunzureichend? Ich hab doch hier genug. Ah nee, ich brauch davon dieses Industriezeug, ne? Ja, stimmt. Davon habe ich nicht genug. Das stimmt. Das ist wahr. Das hat auch Industrie gekostet, ne? Hm. Der Duke, der kümmert sich um alles. Der Duke, der ist unsterblich. Und der unbesiegbare, unbeschreitbare Herrscher der Welt. Also, jetzt können wir das Ding aber hier bauen. Scheiße, zieh dich bitte zurück. Zieh dich zurück! Und Duke, zieh dich auch zurück. Los jetzt hier. So. Ansonsten kann das Ding hier nix. Ist ja erbärmlich. Ja. Interessant. Was bist du? Oh nein. Ah, das werden die Dinger schon hier regeln. Passt schon. Oder nicht? Oder es passt nicht? Scheiße, scheiße, scheiße. Renn, 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 renn. Verteidige den Kern! Verteidige den Kern! Puh, war das knapp. Hier sollten keine Viecher spawnen. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Ja, also, ihr müsst wissen, ich übe doch. Also, ihr... Bitte nicht große Schnauze haben, weil ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich das Spiel jetzt gerade am Lernen bin. Und vor allem, ich habe wieder nicht genug Rohstoffe für den bescheuerten Scheiße, Mann. Was ist denn das? Was bist du denn? Forschung. Mechanischer Kumpel, was ist das denn?
Er erzählt Witze, kocht, poliert Schuhe und bedient Module, verleiht einen großen Modul und fügt eine Intelligenz. Hä? Schiedengewehr. Eine Waffe von einem Tatort, die zu einem Modul umgebaut wurde, aber sehr schnell überhitzt. Okay. Verbreitet Krankheit statt Social Media Meldungen. Schaden über Zeit. Das klingt verdammt cool. Habe ich das erforscht? Ach, jetzt muss ich drei Räume warten. Ach so, es gibt also doch sowas wie eine Zeit hier. Und die wird in Räumen gemessen. Interessant. Es ist wieder eine Welle am Anmarsch. Aber die müsste eigentlich... Ich habe Angst, dass es trotzdem nicht reicht, deswegen einmal zurückziehen. Okay, du wirst das jetzt verteidigen, während der Duke hier langsam und vorsichtig alles erkunden geht. Also. Noch sieht es hier alles annehmbar und gut aus. Wie weit? Ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Zwei Räume dürfte ich erst haben. Ja, einen Raum brauchen wir noch. Gehen wir mal hier lang. Ist da was drin? Maschinengewehr, eins freigeschaltet. Wunderschön. Jetzt können wir auch eins bauen. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal direkt eins hierhin bauen. Nicht, weil wir ein weiteres Modul für Industrie haben wollen, was 30 kostet. Verdammte Scheiße. Ah, okay. So. Zumeist ist es, tut weh und ich mag's nicht. Irgendwelche komischen Zombies. Fuck this shit. Ich muss auf jeden Fall gleich noch ein paar weitere Waffen bauen. Ah! Fuck. Kommt noch mehr? Oder war's das? Okay, es sieht momentan also alles noch eben gut aus. Schön. Okay, da muss das Ding also hin, aber ich werde, bevor ich das mache, erstmal den Raum sichern. Ich möchte gerne Maschinengewehre haben. Und zwar kann ich die beiden Räume ja jetzt mal aufmachen. Und ich könnte ja eigentlich mal die Kollegen hier leveln, oder nicht? Neue Stufe. Wenn ich schon so viel Nahrung habe. Und könnte dann so ein Dings bauen, so ein Maschinengewehr bauen. Weil ich das Gefühl habe, dass das Ding mir doch gute Dienste leisten wird. Und jetzt langsam versuchen, das Teil hoch zu transportieren. Also hier. Achso, von der geheimnisvollen Kraft und Energie versorgt. Interessant. Okay, probieren wir's. Wo ist der Duke? Duke, helf hier. Boah, das MG haut gerade doch ganz schön rein. Duke, du musst unterstützen. Sie muss da ganz oben. Oh, das MG macht schon den Job ganz schön geil. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yeah! Cool. Dialog vor. Warum ist hier alles Schrott außer dem Fahrstuhl? Ja, war's das? Warum ist ja der Schrott außer dem Fahrstuhl? Who cares? Ich frage mich, wie tief die in die scheiß Erde reingedrückt wurden, dass sie jetzt 12 Stockwerke unter der Erde sind. Was zur Hölle? Was ist denn das? Aber naja.
Kann ich das speichern eigentlich? Ich kann es speichern und beenden, aber das ist eigentlich nicht mein Ziel. Okay, gucken wir weiter. Ich bin Gorg und du bist Gorgs Trainingspuppe. Ich bin Gorg und trete erstmal tief in den Arsch. Warum ich ihm jetzt nicht helfe? Weil, keine Ahnung. Weil ich nicht mitdenke. Kann ich... Das kostet wieder 20, um das Scheiße jetzt zu upgraden. Was soll's. Oh, ein Schatz. Cool. Was ist da drin? Schierpfeife, was ist das denn? Inventar. Ein Pfiff und Monster machen eine Schwalbe, greifen sich an den Knöcheln und jammern. Ach, Schiri-Pfeife! Was ist das denn für ein geiles Teil? Was ist das denn für eine geile Scheiße? Ist ja episch. Okay. Oh, noch ein Schatz. Geil. Dehydriertes Wasser. Was kannst du denn? Sehr praktisch in langen Dürrezeiten. Maximales TP erhöht. Weil er sowieso so eine Art Tank ist, kriegt er das. Und sie kriegt die Shiri-Pfeife. Was auch immer es jetzt gerade bringen mag. Aber naja, bauen wir hier mal das Industrieteil hin, weil wir das gerade natürlich mehr brauchen. Und dann bekommen wir auch eine vernünftige Anzahl an Dings. Wie nennt sich das? Ja, ihr wisst, was ich meine. An diesen komischen Punkten. So. Genau, an Industrie. Das ist so ein Forschungsteil. Fuck, fuck, was ist los? Juke! Scheiße! Come on! Tötet sie! Huh! Knapp! Was bist du? Diese Stelle verliert jeden Zug Trefferpunkte. Wenn sie zerstört wird, endet der Effekt, was zur Hölle das einmal ist. Ja. Bauen wir noch ein MG hier hin. Einfach nur zur Verteidigung. Damit wir einen Rückzugsort haben. Gucken wir mal rein. Ich vermisse meine Rose. Okay, nehmen wir dich mit. Yeah! Wie auch immer du bist. Wer bist du? Ein Typ mit einem Schild. Du siehst verdammt cool aus. Aber ich nehme dich mit. Okay. Wir haben nicht sehr viel Industrie. Was mich gerade ein bisschen nervt. Aber naja. Der Duke bleibt mal kurz hinten und sichert das mal. Der sichert den Hintereingang, damit alles im Mutter bleibt. Das sieht komisch aus, wie die beiden kämpfen, aber naja. Kann ja nicht alles super aussehen, ne? Endlich mal ein Kunde mit etwas Geld und nicht ganz so vielen Zähnen. Was bietest du mir denn, mein Freund? Ein Ding! 6 Schüsse. Tatsächlich fasst das Magazin dieser Pistole 8 Schüsse, aber der Häftling, der sie aus Zigarrenröhrchen und Türgriffen gebaut hat, konnte nur bis 6 zählen. Nett! Tutu. Keiner weiß, welches Mitglied einer Mannschaft sicher gerne als Ballerina verkleidet hat. Angebrachte Menge an Stahl und Draht muss der Träger riesig gewesen sein. What the fuck? Ein Ding! Dieses seltsame Ding wurde in den Ruinen gefunden. Seine Strahlung erhöht Reflexe und Koordination. Leider reicht man auch nach ranzigem Schweinefleisch. Das ist nicht schön, dass man nach ranzigem Schweinefleisch riecht. Irgendwie... Ups. Nein! Habe ich es verkauft? Ah ne, doch nicht. Ich habe es nur in den Tag gepackt. Ich weiß nicht, ob wir was für eine Scheiß mitnehmen sollen. Wir nehmen einfach mal die Pistole mit und das Tütü. Keine Ahnung. YOLO! Da habe ich jetzt gerade nicht die größte Ahnung von. Er hat eine Speer als Waffe. Ein Speer.
Interessant. Und wir sollten hier ein bisschen leuchten und nochmal ein Industriemodul bauen. Weil Industrie eigentlich gerade, glaube ich, das Wichtigste ist, was wir brauchen. Da unten sowieso nichts mehr. Wir haben jetzt zwei Maschinengewehre, die da uns den Rücken sichern. Das ist auf jeden Fall schon mal verdammt ideal. Und der Duke, der wird hier an vorderster Front sichern. Sieht momentan aber alles noch ziemlich gut aus. Der Kristall wird nicht angegriffen. Laber keinen Rotz. Laber doch keinen Scheiß! Was bist du denn? Diese Fabrik ist mit Staub und Dust bedeckt. Wenn du sie aktivierst, erwartet dich große Reichtümer oder der Tod. Okay. Nett, aber ich habe gerade nicht genug dafür. Oh shit. Ziehen wir uns mal... Oh mein Gott. Zurückziehen, zurückziehen. Los jetzt, Angriff. Verteidigt den Kristall. Los jetzt. Puh, knapp. Wir sollten auf jeden Fall hier oben Sicherungen hinbauen, weil wir hier nichts haben. Also. Wird jetzt mal Sicherung hingebaut. Habe ich ein Dings verloren? Nein, ich habe die Fabrik verloren. Nein. Es kann doch nicht euer Ernst sein, ich brauche die Fabrik doch. Naja. Wie gewonnen, so ist der Ron. Scheiß drauf. Der Duke, der bleibt da unten, sichert das. Ui, was haben wir denn jetzt? Nagelpistole, Alter. Schön. Das sieht doch wesentlich besser aus. Die haben wir auch alles im Griff, wie es aussieht. Check. Also, wir sollten hier mal wieder Industriedingen bauen. Um mal hier ein bisschen alles am Laufen zu halten, ne? Oh Mann, das Spiel macht mich gerade ein bisschen fertig. Halten wir das beim Dust am Laufen. Ist das der Ausgang? Ach, da hinten ist wahrscheinlich... Doch, ist es der Ausgang. Aber ich werde ihn nicht sichern können. Lang genug. Ich kann natürlich hier mal Maschinengewehr hinsetzen. Den Duke hier hinbringen. Und ihm zum Aufpassen losschicken. Okay. Wenn wir uns beeilen, könnten wir es schaffen. Naja. Hey, wo willst du hin? Hol das Teil. Los, lauf, lauf, lauf zum Ausgang. Der Duke will alles decken. Verdammt, lauft. Lauft. Oh ja, wuhu. Oh yeah, wir haben es geschafft. Also das sah in der Broschüre aber alles ganz anders aus. Oh yeah, geil, wir sind gut. Ja, also Dialog fortsetzen. Interessant, interessantes Spiel. Auch mal, wir sind jetzt beim zweiten Part. Ich muss gerade ein bisschen zählen. Ja, ich muss noch... Wir machen noch ein bisschen... Eine Stage klären wir noch und dann reicht das auch erstmal für die Session. Gucken wir mal, ne? Momentan gefällt mir das Spiel ziemlich gut. Also, wir sehen uns im nächsten Part und bis dahin, ciao!